Pumpraum. Hydraulikpumpe. Dieselfilter. Lenkpumpe. Hauptsaugrohr. Kühler. Klimaanlage, Verdampfer. Luftfilter. Trockenflasche, Klimaanlage. Notschalter, Kabinenlift senken. Batterie, Vorsteuerblock, Blackbox Deutz, Steuerblock. Rechts, links, rechts. Arretieren. Wieder Siegel, rechts, links. Sonnenrollo. Hinten, da vorne. Lösen. Fest. Blinker. Blinker rechts. Blinker links. Hupe. Und Fernlicht. Handbremse. Scheiben. Alle Funktionen sind aus. Bagger steht still. Parken raus. Fährt nicht mehr weiter. Zentralschmieranlage. We have Überlastwarneinrichtung. Arme. Arm heben. Und nun? Hier ist die Rundumleuchte. Das ist die Rundumleuchte auf dem Dach, wenn die montiert ist. Das ist Tempomat. Erster Gang, zweiter Gang. Licht, Standlicht, Abblendlicht, Kabine, Arbeitsscheinwerfer, automotives Fahren. Okay. Überall, das ist Pendelachse, Arretierung. Einmal Pendelachse mit Bremse. Einmal Pendelachse starr. Voreingestellte Motordrehzahl. F1, F2, RPM, F3. So. Hier. Leerlaufautomatik. Und ich, sobald ich 100% wieder, sobald ich eine Arbeitsbewegung mache, sobald ich nichts mehr mache, okay, wieder in Standgas zurück. So. Rechter Joystick. Löffel zu. Okay. Greifer drehen. Links, rechts. Okay. Hier unten. Fahren vorwärts. Fahren rückwärts. Okay. Normal. Normal. Neutral. Muss ich hier wieder. Ersten Gang. Ungefähr. Okay. Warmblinkanlage.
Lautsprecher. Dann kann ich sprechen mit dem Mann, der unten steht. Lüftung und Klimaanlage. Okay. Gebläsestufen von 1 bis 3. Gebläse, Lift, Kabinenlift. Nach oben. Okay. Nach unten. Okay. Dieser ist gerade, rauf und runter. Und jetzt kippt die Kabine. Vorwaltschalter für Arbeitswerkzeuge. Ich drücke da, da erscheint. Schere. Schere. Normalbetrieb. Das ist Normalbetrieb, Verstellzylinder mit dem Fußtaster. Mhm. Einfahren, ausfahren. Sobald ich die eine Arbeitsvorwähle, Schere, okay, geht der Löffel. Optional, wie der Kunde das möchte.